Willkommen zurück, Leute, zum Super Mario Maker. Und das Erste, was wir hier tun, stelle ich gerade fest, ich hatte eine Mitteilung. Und zwar gibt es ein neues Event-Level. OMG, dann schauen wir uns das erstmal an. Super Mario Goon 25th Anniversary. Dieser Level stammt von Yukio Sawada, dem Schöpfer der japanischen Manga-Serie Super Mario Goon. Die erste Hälfte ist eine Nachricht zum Jubiläum, die zweite Hälfte ist voller Gegner. Wenn ihr den Level abschließt, erhaltet ihr die Figur Super Mario Goon für den Fragezeichenpilz. Ja dann, ne? Wir kennen alle Super Mario Goon. Natürlich. Nicht. Also ich nicht. Ist mir neu. Guck mal, hier sagt er, hier ist der Gruß. Oder die Mitteilung zum Jubiläum. I see. Alter, das ist aber schon... Der ist aber schon ein geschmeidiges Level, oder? Könnte zumindest sein, auch wenn sie schon so sagen, voller Gegner. Die andere Hälfte, das kann ja... Das kann dann ja ganz ordentlich werden. Ja, was möchten uns der Mann mitteilen? Mama, der Mann im Level, der hat was geschrieben, aber ich kann das gar nicht lesen. Mama, kannst du das lesen? Nein, mein Sohn. Mein Kind, komm. Mein Sohn, warum denn mein Sohn? Es kann auch Mädchen sein, ne? Das kann deine Mama jetzt auch nicht lesen. Vermutlich. Es wird hier wahrscheinlich auch irgendjemand geben, wo die Mama sagen kann, ja, das kann ich lesen, mein Kind. Shit. Denn nicht alle eure Eltern kommen aus Deutschland oder sonst woher. Sondern vielleicht auch mal aus Japan, ne? Das ist möglich. Das ist möglich. Das ist ja dann auch gar nicht mal so schlecht, ne? Da bin ich eigentlich grenzdebil. Was ist denn los mit mir? Ich meine, das war jetzt schon ein bisschen klar, ne? Hätte man sich vielleicht merken... Alter, der kommt da so zurück, hier hin. Das Level ist scheiße. Wollen wir nicht drüber reden, ne? Das sind also Event-Level hier. Also generell, die Stimmen über die Event-Level sind so ein bisschen eher enttäuscht, oder? Es sind halt schon Level und dies und das. Aber, ach, da unten ist alles voll mit neuen Feuerblumen. Aha. So sage er mir dies doch. Okay, das war jetzt... Ja, wenn man gut durchkommt, kommt man gut durch, ne? Wie das eben immer so ist. Und da ist dann auch schon das Ziel. Gut, das war das Event-Level. Wir werden uns danach gleich in die 100 Mario-Dinger begeben, um endlich mal unseren ersten Checkpoint zu erleben. Da ist der mal Super Mario Goon. Nice. Aber ja, gut, wir werden alle Event-Level spielen, ne? Das ist ja ganz klar. Aber auf der anderen Seite werden wir natürlich auch weiterhin die gepflegte Mario-Herausforderung machen. Ich habe noch eine offen. Muss wohl im Stream passiert sein oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kommt mir gerade komisch vor. Vielleicht hatte ich auch irgendwann mal... Ah ja, genau, man kann ja durch das Update jetzt skippen. Stimmt, man kann den Kram skippen. Aber ich hatte Level, die waren alle... Ich glaube, die waren alle beschissen. Der Mario Maker war auf jeden Fall gegen mich. So, auf jeden Fall habe ich noch nie einen Checkpoint im Spiel gesehen. Und bin heute jetzt mal sehr gespannt, ob mir heute mein erster Checkpoint vergönnt ist. Die Frage ist langsam, Bollo, die man sich natürlich jetzt stellen muss, warum machst du überhaupt noch die Fragezeichenblöcke gerade auf? Warum tust du dies? Das ist eine berechtigte Frage, ist eine gute Frage. Man hat so das Gefühl, vielleicht steckt ja noch irgendwas Gutes im Ersteller. Und er dachte sich, ja gut, man kann ja nicht immer jetzt überall was reintun. Soll ja auch noch irgendwo Spaß machen. Ja. Aber nein, nee, nee. Scheinbar... Alter, das gibt es doch nicht. Hau ihn mal um. Das gibt es doch nicht. Der kann doch nicht in jedem fucking Wix-Block... Hat er aber. Fass ich nicht. Ich fass es nicht. Weil ich glaube, da kam gerade was... Ist er da rausgekommen? Nicht dein Ernst. Was ist das für ein Level? Bin ich Beta-Tester? Das ist doch very easy. One Super Mushroom, very easy. Na, ich bin sowas wie ein Beta-Tester, ne? Ist noch relativ... Oh, ist das ein Ranz? Ist ja der Wahnsinn.
Ich hab momentan mit den Leveln wirklich. Also ein Pech. Das ist abnormal. Vielleicht liegt es auch wieder da. Ich habe jetzt ein paar Tage das Spiel ruhen lassen. Und somit nicht gespielt. So dass ich deswegen vielleicht ein bisschen. Und okay, der kam da nicht raus. Der Ranzepeter hier kam da nicht raus. Ist okay. Wollte gerade sagen, er stört aber auch echt dezent, ne? Jetzt könnte man sagen, warum hast du da jetzt nicht reagiert? Konnte ich nicht. Konnte ich nicht. Es war mir einfach nicht in der Lage. Ich wusste, wahrscheinlich wird er auf mich werfen, ne? Und dann dachte ich mir, vielleicht kommst du ja irgendwie doch durch. Man hofft ja immer, ne? Man hofft ja immer. Es ist einfach so. Das könnt ihr doch nicht abstreiten, dass ihr auch immer hofft, oder? Man denkt sich, ja, vielleicht. Achso, der kam da also. Oh, mein Gott, aus allem Scheiß kommen Gegner. Es ist so ein Rotz. Das ist schon nicht mehr feierlich. Aber da ist das Ziel. Mein Gott. Das erste Level schon wieder so ein Skandal. Das war ja nicht so schwer. Ging, ne? Wir wollen es auch nicht. Wir wollen es jetzt auch nicht runterreden. Vom Schwierigkeitsgrad. Das ist nämlich auch fatal. Das macht man nicht. Aber ich finde es geil, dass ich das jetzt so skippen kann. Die Laufanimation und so. The Easy Course. Alle schreiben easy dran und am Ende ist nicht easy, ne? Na, wobei. Ah, ein Mario Maker Runs Level nach meinem Geschmack. Okay, doch nicht. Ach, Fickerei. Ach, Fickerei. Gut, man muss wissen, da oben, ja, am besten auf den drauf, wo es den Pilz gab. Wo landen wir denn hier eigentlich? Oh. Ist gleich die Abkürzung dahin? Oh, shit, das war, ich musste den anderen nehmen. Ah, da ist der Pilz weg. Ich würde aber fast behaupten, ich kann da nicht hoch, oder? Nee. Eventuell kann man einen Spin-Jump machen auf ihm. Auf dem, Lel. Okay. Eventuell kann man einen Spin-Jump machen auf dem Kettenhund. Und damit da hochkommen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber, na gut, so ist es jetzt wirklich der Easy-Kurs. Da gebe ich dir recht, James. Guter Mann. So, was wird uns als nächstes erwarten, Freunde? Was denkt ihr? Schwer? Leicht? Mittel? 10 Mario Final. Mhm. 10 Sekunden, oder? Ist so, ne? 10 Sekündchen. Okay. Okay, 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 okay. I see. Das ist okay. Das ist durchaus okay. Das ist nicht okay, oder? Nee, ist nicht. Oh mein Gott. LOL, doch gerade so. Huh. Oh shit, das war knapp. Oh shit, das war knapp. Ja, die Trampoline da waren ein bisschen fies. Es wäre aber sonst wahrscheinlich auch zu leicht gewesen. Man hätte es immer first tried, vermutlich. Wäre auch nicht Sinn und Zweck der Übung, ne? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Shellhead. Bedeutet, ich soll ein Dings auf dem Kopf haben, ne? Am Ende des Tages. Yep. Und eventuell, wenn er noch einen schießt, würde ich sogar. Ich würde sogar den waghalsigen Ritt hier antreten. Ich will nichts sagen, aber zu Fuß wären wir schneller. Aber mein Gefühl sagt mir, dass das hier sehr richtig ist, was ich tue. Oh ja. Oh ja. Denn das Problem ist halt wirklich, wenn ich diese Stelle jetzt ohne diese Cooper Shell da gemacht hätte oder ein Beetle. Ich glaube, irgendwie Beetle oder sonst was heißt das Ding. Das wäre doch nicht gut gegangen. Das wäre doch nicht gut gegangen. Machen wir uns doch mal nichts vor. Eine riesengroße Sauerei-Katastrophe. Surprise! Spielst du aber jetzt Mario 64, Banana? Dass die Leute alle schreiben, Surprise, lol. Mario 64. Oha, das ist ja Luigi. Ich bin überrascht. Ach ja, das Jahr des Luigis. Da habe ich auch, ich habe sogar was geschenkt bekommen zum Jahr des Luigis sozusagen. Also jetzt verzögert, verspätet. Es gab scheinbar mal im Club Nintendo eine Coin.
zum Thema hier auf Luigi. Und der geile Linus-Fail, der hat mir das gestern zugeschickt. Sozusagen als Geburtstagsgeschenk. Also so ein bisschen, Nintendo-Merchandise. Bin ja immer ein großer Fan von fucking Nintendo-Merchandise. Ist halt wirklich so. Deswegen an dieser Stelle mal ein Dankeschön. Ich weiß nicht, ob du es siehst, aber ein kleines Dankeschön. Das ist sehr liebenswürdig. Surprise. Du mich doch auch, Alter. Was zum Fick? Nee, sehe ich jetzt echt nicht so, ne? Nein. Ist das jetzt gutes Level-Design? Es ist natürlich... das ist jetzt wieder ein kindliches Level-Design, ne? So nach dem Motto... aber das ist witzig. Der blöde Mann ist da reingefallen. Here we go. So wäre halt ganz geil, wenn ich ihn vorher nicht verliere, weil jetzt komme ich halt durch, ne? Ey, das Miese ist sogar, wenn du da nicht groß hinkommst, ist es so gut wie unmöglich, das zu schaffen, oder? Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber man muss fast groß ankommen. Hat da irgendjemand was so geschrieben? Nein. Hätte ich auch nicht tun, Benenna. Werde ich halt auch nicht tun. Weißt du, warum du ein Arschloch bist? Deswegen schreibt dir keiner. So ist es. Use bombs wisely. Aber so wie es aussieht, haben das einige gespielt. Soll also machbar sein. Oh Gott. Ich will nichts sagen, aber das könnte total nerven. Es könnte total nerven, aber schauen wir mal. Du Barrel Roll, ich lach mir den Arsch ab. Wie witzig ist das denn? Ach ja, dieser Spruch. Dieser Spruch, ne? Der wird einfach auch nicht alt. Doch, in meiner Welt schon. Ich fand's tatsächlich noch nie so richtig witzig. Hat er nicht gesagt, doch. Freunde, das hat er jetzt gesagt. Ich fand diesen Do-a-Barrel-Roll-Spruch noch nie so richtig lustig. Alter, ich krieg den da gar nicht... Oder geht's so? Nee. Das Problem ist... Alter! Das ist ein richtig nerviges Level. Hab ich übrigens schon gemerkt, dass wir immer noch keinen Checkpoint gesehen haben. Bis jetzt in diesem Spiel. Nein, haben wir nicht. Werden wir es jemals? Keine Ahnung. Keine verdammte Ahnung. Ich bin an dem Punkt, dass ich sage, nein, werden wir niemals sehen, aber ich kann mich täuschen. Ich will die Hoffnung, dass ich mich täusche, noch nicht aufgeben. Oh, ist das alles hier eine Scheiße, ey. Oh Gott. Ja, warum haben wir das jetzt gemacht? Keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Das ist ein Level. Die Idee? Das sind immer diese Level, wo man sagt, okay, die Idee dahinter ist. Naja, ist jetzt auch nicht atemberaubend, die Idee, ne? Dass ich mir den Weg freisprengen muss. Das ist nur wirklich. Beim besten Willen. Keine unglaubliche Idee. Gab's auch schon in einigen 2D-Mario-Spielen. Gab's ja durchaus schon mal. Ist jetzt nichts, wo wir sagen können, das ist ja neu, das ist neu, funky fresh und so. Nein. Und was vor allen Dingen dazukommt, es waren niemals... Ach, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich bin so dumm. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, werden sich Leute aufgeregt haben. Oh mein Gott. Und ja, zu Recht. Leute, ihr habt euch komplett zu Recht aufgeregt. Es ist in Ordnung. Ich weiß halt nicht, ob ich da... Machen wir so. Ihr habt euch zu Recht aufgeregt. Ja, absolut. Oh shit.
Warum macht ihr die Blöcke nicht kaputt? Ich kann euch sagen, warum ich die Blöcke nicht kaputt gemacht habe, warum ich nicht dran gedacht habe. Das Ding war einfach, ja, ich hab so gesehen, ich bin klein, ne? Nach dem Motto, ich bin klein. Was natürlich, unfassbar dumm war. Unfassbar. Lässt sich... Alter, nein! Oh, Ranz, Alter. Was ein Ranz? Ich glaube das nicht. Ist dann... Oh, ich finde das Level echt scheiße. Ich finde das Level echt scheiße. Ich finde das Level leider 14 Sterne, ey. Ich bin ziemlich der Einzige, der das scheiße findet. Warum? Was können die Leute jetzt daran sonderlich gut finden? Ich versuche es zu verstehen. Es ist die unfassbar unfairen Stellen. Das ist das lange Warten. Was finden die Leute in dem Level wohl gut? Schwer zu sagen. Es ist halt wirklich schwer zu sagen in solchen Fällen. Für mich zumindest. Wer könnte erst mir erzählen, was daran jetzt... Die Idee, da muss man wegsagen, wegspringen. Wie krass ist das denn? Da laufen die Bob-Bombs und dann springt man was weg. Mega geil. Oh ja, ne? Scheiße, jetzt kommen die auch nicht mehr, ne? Oh, damn it. Nun gut. Dann ist das eben so. Dann ist das eben so. Ich weiß ja diesmal, dass da ein versteckter Block ist. Das ändert ja schon ein bisschen was. Außerdem kriege ich ihn ja hier auch nochmal. Könnte jetzt sagen, man kriegt ihn sehr fair, ne? Das ist schon wahr. Man kriegt den Fox schon sehr fair. Also sehr oft und... Das ist schon okay. Und dennoch... Und dennoch und dennoch... Dennoch bist du wieder unzufrieden, ne, Wollo? Immer bist du unzufrieden. Schlippi tot! Schlippi tot! Hallo! Geil! Hier wieder Fox. Und... Ziel! Gott sei Dank! Ey. Ah, ich will nicht heulen, aber nee. fand ich jetzt nicht so geil. Well done, I think we have similar styles. Also wissen wir, Zero Moose sprengt auch gerne Dinge in die Luft. Alles klar. Das ist mir egal. Sock Opera Prologue. Mhm. Also auf jeden Fall... Oh, nee. Ich bin Beta-Tester. Ach, fickt euch doch. Das gibt's doch nicht. Oh, ich seh auch schon, das ist schon... Ja, aber sehr krawanig, das Level, oder? Das ist doch... Ist doch alles nicht mehr wahr. Das ist doch alles nicht mehr wahr. Oh. Wisst ihr, was das Schlimmste an der Sache ist? Ich dachte erst drüber nach, komm, beende den Part. Du musst den Part beenden. Hätte ich das Level sozusagen geskippt. Oh, jetzt stecke ich hier. In der Scheiße. Das wollte ich gar nicht. Bin da jetzt nur dran gekommen. So minimal. Angeditscht. Den Knopf. Man hat den Finger ja immer drauf, ne? Das lässt sich nicht abstreiten. Boah, da hochzukommen allein schon ist schon... Bullshit, ey. Absoluter Bullshit. Es lässt sich drüber streiten, ob man vielleicht die Wolke da unten nehmen soll. Ich frage mich nur so richtig, wie soll ich diese Wolke da unten nehmen? Na, kommst du raus? Das ist halt die Frage, ne? Was war das? Jetzt bin ich auch demotiviert. Das ist immer so das Ding. Wenn dann so ein Beta-Level-Tester kommt, dann bin ich demotiviert und denke mir, oh nein, das ist sowieso immer...
Die sind in der Regel, es gibt ein ganz paar Ausnahmen, die dann okay sind. Okay, er hat ihn getötet. Ich muss ihn aber... Wollte mich eigentlich verarschen. Das ist doch ein Witz. Das ist doch einfach nur ein Witz. Von einem Level. Oh mein Gott. Wieso muss mir das immer passieren? Wieso muss mir das immer... Verdammt nochmal... passieren? Oh Gott. Oh Gott. Aber gut. Wir... Oh mein Gott, ich hab einen. Gib Gas! Mario, gib Gas! Du hast einen! Komm, weg hier, weg, du hast einen. Der Rest ist dir egal. Der Rest ist dir halt auch egal. I see. Okay. Okay, ich kann da ruhig gegenkommen. Warte mal. Wie soll das gehen? Da lang. Okay. Nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Alter, Ranzepeterich ist das. Ist das der Wahnsinn? Das ist der absolute Wahnsinn. Ich kann die Ranze hier gar nicht in Worte fassen. So schrecklich ist das. Gib mir mal noch einen, damit ich da... Oh. Ist das ein Bullshit. Okay, da ist leider nichts drin. Okay. Absprung. Alter, leco mio und so blanco, ne? Es ist so ein Scheiß. Ich habe halt echt gerade noch gedacht, das Level ist vielleicht gleich vorbei. Und es ist in irgendeiner Form fair. Nehme ich natürlich zurück. Nein! Nein, Mann! Da konnte ich doch nicht mehr zurück. Wo bin ich denn gegengekommen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wo soll ich denn dagegen gekommen sein? Oh, das darf doch alles nicht wahr sein. Warum? Wieso kann ich hier kein Glück haben? Das ist doch... Also in der letzten Zeit ist es halt wirklich extrem geworden. Muss ich echt sagen. Das habt ihr eventuell nicht gesehen, aber... So, die Stream-Zuschauer, wenn ich mal eine 100 Mario-Herausforderung mache, die haben es schon mitbekommen. Das ist da teilweise, es ging hier immer so zu, wie es jetzt halt gerade zugeht. Manchmal vielleicht sogar noch schlimmer. Ich habe keinen Schuh, ich kack doch nur an. Manchmal halt wirklich noch schlimmer als das hier. Wobei, das hier ist schon auf einem ordentlichen Level. Der Scheiße, das mal sicher. Junge, Junge. So lange hätte der Part jetzt gar nicht gehen sollen. Ich wollte doch noch zum Bäcker. Was ist denn los? Es ist Sonntag, die haben doch nicht ewig auf. Beziehungsweise, die haben doch jetzt gleich wieder nichts, was ich haben möchte. Ist immer so, die haben eigentlich nie was, was ich haben möchte. Von daher will ich mich da gar nicht mal beschweren. Als ob sie jemals was haben, was ich haben möchte. Ich meine, da kannst du um 9 Uhr morgens hingehen. Da haben die seit einer Stunde auf. Da kriegst du fast nichts mehr. Ich meine, ihr könnt es auch nicht erahnen, dass es ungefähr so kommen wird, ne? Können sie nicht. Das ist unmöglich. Okay, das Schöne ist, die können hier nicht reinschießen. Alles gut. So weit, so gut sind wir gekommen. Das hier ist halt auch so eine richtige... Oh mein Gott, war aber jetzt gar nicht so verkehrt. Das war natürlich mega scheiße. Aber, in der nackten Theorie, wenn man da relativ spät getroffen wird, hätte man es geschafft. Größtes Problem an dieser ganzen Geschichte hier ist aktuell... Ja, ich muss halt kurz warten, bis der Bowser down ist. Bowser ist down. Oh, ich hab einen bekommen. Ist egal.
Nee, ist nicht egal. Ohne den Schuh geht's halt nicht. Den muss ich behalten dabei. Es ist echt scheiße. Es ist echt scheiße. Ich überlege gerade, ob ich sage, okay. 100er normal. Verkackt. So nach dem Motto, wird nichts mehr. Hab ich ja schon mal gemacht. Das ist halt jetzt das Ding, ne? Ich weiß nicht, wie viele Tries ich dafür brauchen werde. Ich weiß halt auch nicht, ob ich mir die Mühe machen möchte, dieses Level zu schaffen. Das ist... Ein paar Dinge, die halt passieren müssen, damit ich es schaffe, erscheinen mir doch arg random. Will nochmal neuer kommen, danke. Oder? Was meint ihr? Es erscheint arg random. Der Spaß, der bleibt ganz gewaltig auf der Strecke. Ich möchte halt auch einen schönen Tag haben. Das ist halt so das Ding. Ach, Mann. Ja. Da kommen dann auch die unkonzentrierten Fehler mit der Zeit. Mit der Zeit, es wird nur noch schlimmer, denke ich. Also ich würde sogar fast so weit gehen, ich würde dieses Level jetzt zu Ende spielen und dann würde ich die... Ja, wobei, nein. Wenn ich die jetzt schaffe, dann ziehen wir die 100 Mario durch. Aber ich sag mal so, wenn ich... Okay, der muss erstmal down sein. Der muss halt, wie gesagt, erstmal down sein. Oder ein bisschen was umbringen. Solche Viecher könnte ich halt umbringen, ne? Ja, die bringen sich halt mit der Zeit alle gegenseitig um. Das ist halt das Schöne. Okay, jetzt kann man vielleicht damit arbeiten. Ja, okay. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Nächster Versuch. Ich würde fast sagen, das ist er. Sowas hätte jetzt nicht unbedingt passieren müssen, ne? Also jetzt ganz ehrlich nicht, weil es noch schwieriger machen. So spontan wollte ich eigentlich nicht. Jetzt kommt er natürlich nicht hier hin, ne? Dass ich ihn auch ja nicht erwischen kann. Oh Gott. Ach, Foto ist doch bestimmt voll leicht. Nein, ist es nicht. Ist es halt echt nicht. Kann man nichts gegen machen? Da kann man nichts gegen machen. Kann man nichts gegen machen. Okay. Dann haben wir die schon mal released. Die sind halt frei. Oh nein, ihr fucking... Fuck! Wo bin ich da? Wo komme ich denn da oben gegen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist halt echt so gemacht, dass man das da an der Stelle verliert. Man verliert es. Da kannst du, glaube ich, gar nichts gegen tun. Und dann... Muss man auf jeden Fall nicht erstaunt davon sein. Man ist halt in dem Moment erstaunt, dass man das verloren hat. Ist halt wirklich so. Man denkt sich so, what? Wieso habe ich das jetzt verloren? Das kann doch nicht wahr sein. Den Schuh verloren. Mit meinem neuen Schuh. Nice. Ach, ist doch scheiße. Wow. Fällt mir auch nichts mehr zu ein. Ich kann mir auch nichts erzählen. Ich würde gerne, wie gesagt, ich würde jetzt gerne zum Bäcker gehen. Das wäre halt echt ein großes Anliegen. Denn der macht bald zu. Beziehungsweise er hat nichts mehr. Und das wäre doof, weil dann hätte ich den ganzen Tag im Grunde nichts, was man sich mal eben so in den Hals schieben kann. Zum Essen. Das ist halt so ein Ding, das ist immer ärgerlich, ne? Wenn du nichts da hast, was du mal eben so essen kannst. Olle. Ihr wollt mich doch auch echt verarschen. So, neuer. Ist halt noch einer gerade gestorben. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Die Dinger fliegen mächtigst ungünstig. Oh gut, ich komme da nicht durch. Das ist, doch, komme ich, okay. So, Bowser, wirst du dich jetzt einmal bitte selbst zerstören? Danke. Denn dann, würde ich behaupten, kommen wir hier durch. Endlich. Alles klar. Alles klar. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Vielleicht. Das
noch ein P-Switch? Wofür bräuchte ich hier noch ein P-Switch? Gibt's eigentlich keinen Grund für, ne? Gibt's eigentlich tatsächlich keinen Grund für. Ich würde diesen jetzt erstmal gar nicht drücken. Tatsächlich, weil das ist ja... Jetzt würde ich ihn drücken. Weil natürlich die Gefahr, jetzt zu sterben hier, einfach 100-mal höher ist. Und ich habe die eine Münze eingesammelt. Das ist schlecht. Jetzt muss ich immer mit den Viechern da hoch. Shit. Komm raus. Scheiße. Komm raus. Man sieht halt gar nicht, dass da einer rausgekommen ist, wenn der eine davor steht. Man sieht es halt erst, wenn er dann sich mal erbarmt. Oh Gott, ich breche in die Ecke. Ich breche in die Ecke. Ich würde sagen, letzten drei Versuche. Wenn ich es da nicht schaffe, ist es halt verkackt. Ich will es halt einfach auch nicht zu lang werden lassen, Leute. Es tut mir dann leid für die Leute, die das gerne try hard gesehen hätten. Da müsst ihr dann für den Stream kommen. Für solche Geschichten. Also, wenn ihr sehen wollt, wie ich das dann so richtig try hard in den Shit hier, dann müsst ihr in den Stream kommen. Da würden wir solche Geschichten versuchen. Aber das ist halt fürs Let's Play nicht wirklich geeignet. Ich würde fast sagen, dieser erste Versuch hier, der ist im Arsch, oder? Es könnte im Arsch sein, ja. Noch zwei Versuche, aber es kann noch klappen. Das kann... Also unmöglich ist es nicht. Unmöglich ist das Level nicht. So viel ist sicher. Aber der Anfang ist halt so nervig. Das Ende eigentlich auch. Dass ich sagen würde... Ja. Wichtig ist halt, dass er ein paar von denen besiegt, ne? Bevor er sich selbst besiegt. Dankeschön. Nice. Das war der zweite Versuch. Oder die Socke. Anscheinend ist es eine Socke, laut ihm. Ist aber eigentlich ein Schuh irgendwie, in irgendeiner Form zumindest. Brauche ich ja nicht weitergehen. Geht ja nicht. Geht ja nicht. Scheiße. Okay, komm schon. Wollo, please. Okay, der war so schlecht. Der war so schlecht. Den zählen wir nicht als letzten Versuch. Der war zu schlecht. Das kann man nicht machen. Das kann man nicht machen. Ich möchte schon wenigstens auch mal gerne nach da hinten kommen. Das wäre mir schon... Das war nicht der Plan. Das war sowas von nicht der Plan. Socke, komm schon raus. Verdammt. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Oh, Leco Mio und so Blanco. Leco Mio und so Blanco. Leco Mio und so Blanco. Eine neue Socke. Oh mein Gott. Okay. Okay, okay, okay. Soll uns egal sein? Soll uns egal sein. Was wäre denn hier drin? Nichts. Also ein Pilz würde halt, ne? Würde halt, glaube ich, einiges ändern. Aber dann kommt man hier vielleicht auch nicht mehr so gut. Man darf da nicht den schnellen Weg wählen. Das ist halt der Fehler. Wenn man das macht. Das mögen die nicht. Ja, verkackt, oder? Ja. Verkackt! Verkackt, wenn die dich dann instant erwischen, hast du es verschissen. Gut, dann würde ich sagen, liebe Leute, bevor das hier ausartet, es tut mir leid, aber nein, damit habe ich die 100er-Challenge nicht geschafft. Und wir sehen uns hoffentlich trotzdem beim nächsten Mal, wenn wir sie wieder schaffen und vielleicht auch mal einen Checkpoint finden. Bis dann und ciao.